Hört ihr Leute und lasst euch sagen, wieder einmal hat unsere Stunde geschlagen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Feisen im Bild, zu April 26 im Bild, Ihrem ersten lokalen Stadt- und Kabelfernsehprogramm in Freising. Ja, und wie schon angekündigt, diesmal aus unserem dritten Studio, zusammen mit unseren Mitarbeitern, mit dem Team von Freising im Bild, die Leute hinter und vor der Kamera, und den Gewinnern unseres letzten FIP-Preisausschreibens. Ja, und wir begrüßen Frau Renate und Herrn Wolfgang Klier. Wer von Ihnen beiden hat jetzt die Karte geschrieben, auf der der Tag des ersten Schneefalls stand? Die habe ich geschrieben. Die haben Sie geschrieben? Ja. Ist da was Besonderes passiert, dass Sie sich das merken konnten? Na, man freut sich auf den ersten Schnee. Also. Ja, und was machen Sie sonst so, wenn Sie nicht gerade Preisausschreiben gewinnen? Ja, da war ich hinterfrieren, ob es wieder warm. Wochenende. Und beruflich, was machen Sie da? Da bin ich gerade in die Pistin. Und Sie? Kaufmännische Angestellte. In Freising? In Freising, ja. Beide? Beide. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Sie sehen ja unser Programm, ich glaube, schon seit zweieinhalb Jahren. Ja. Von der ersten Sekunde an. Dann wissen Sie auch mit Sicherheit, was am Anfang unserer Sendung immer kommt. Ja, wir schalten jetzt um zu den FIB-Nachrichten. Genau, sie weiß es. Und dazu geben wir weiter zu Ingrid Wiedemann. Tja, und hier bin ich mit den Nachrichten. Ist Ihnen die Bedeutung eines rot-weiß-roten Streifens am oberen Rand der Fernsprechhäuschen bekannt? Nein? Vielleicht haben Sie es übersehen. Nach unserer Meinung ist dieses Rot zu wenig signalisierend und ab einer gewissen Entfernung kaum sichtbar. Aber es handelt sich hierbei um Münzfernsprecher mit münzfreiem Notruf. Mit Hilfe eines zusätzlich neben dem Telefonapparat angebrachten Kästchens, dem Notrufmelder, kann durch Betätigung eines Hebels die für den Standort zuständige Notrufstelle 110, das ist die Polizei, oder mit der Nummer 112 die Feuerwehr erreicht werden. Gleichzeitig erhalten die Stellen eine Standortkennung, sodass der Hilfesuchende auch gefunden werden kann, wenn er nicht mehr sprechen kann oder ortsunkundig ist. Insgesamt 140 dieser Fernsprechhäuschen gibt es im Landkreis. 35 davon stehen in Freising, 27 in Moosburg und der Rest ist über den gesamten Landkreis verteilt. Die Handballer des Sportclubs Freising, unser Foto, haben ihr Saisonziel erreicht. Sie sicherten sich gegen den Tabellendritten ESV Traunstein die oberbayerische Meisterschaft mit 27-17 Punkten. Hochbetrieb in den Räumen der Freisinger Musikschule. Eine Uraufführung ganz besonderer Art steht an. Frederik die Maus heißt das Musical, das der Freisinger Musiker Martin Käser geschrieben und vertont hat. Die Handlung ist folgende. Da verjagen einige Mäuse einen der ihren, Frederik nämlich, kurz vor dem Winterschlaf. Er hat ihnen nicht beim Vorratssammeln geholfen, hat immer nur auf seiner Flöte gespielt. Aus dem Winterschlaf der Mäuse wird jedoch nichts. Sie werden von Ratten überfallen, die sie unterjochen und auffressen wollen. Dem verjagten Frederik gelingt es dann aber, mit Hilfe des Eisvogels, eines Wesens aus einer anderen Welt, und mit seiner Musik das Lager von den Ratten zu befreien. Soweit die Handlung. Um sie zu einem abendfüllenden Musical ausbauen zu können, waren 23 Musiknummern notwendig, die teilweise solistisch gesungen, aber auch rein instrumental oder im Chor vorgetragen werden. Und wie es sich für ein richtiges Musical gehört, kommen auch Tanzszenen nicht zu kurz. Die Freisinger Ballettlehrerin Muriel Töne hat sie in mühevoller Arbeit mit den Mäusen einstudiert. Nach Aussage von Martin Käser soll dieses Musical zwei Aufgaben erfüllen. Es soll allen Musikern, Schauspielern und Zuschauern Spaß machen. Deshalb hat der Komponist für die Musik auch relativ leicht verständliche Pop- und Rockmusik geschrieben. Darüber hinaus soll aber auch eine Aussage vermittelt werden. Nämlich, auch der Künstler, der am Rande der Gesellschaft steht und nichts Messbares zum Fortbestehen beiträgt, hat seine Daseinsberechtigung. Auch wenn es auf den ersten Blick niemand erkennen kann. Ja. Dieses Musical hat so gut gefallen, dass es am Samstag und Sonntag, den 20. und 21. April, jeweils um 17 Uhr im Pavillon in der Köbelstraße noch einmal zu sehen sein wird. Hier, verehrte Zuschauer, haben wir noch einen interessanten Bericht aus dem Arbeitsamt Freising. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin gute Unterhaltung. Das Berufsinformationszentrum Freising, das BITS, wie es auch kurz und prägnant genannt wird, stellte sich heute dem ersten Senat des Freistaates Bayern vor. Im BITS Freising gibt es für alle Jugendlichen, die vor der Berufswahl stehen, für Eltern und für die,
die sich beruflich neu orientieren müssen, Hilfestellung in vielfältiger Form. Hierzu bat Fred Fuggenthaler den Präsidenten des Landesarbeitsamtes Südbayern und Senator Professor Schumann um einige erklärende Worte. Sie werden ein paar kurze Worte sagen. Ich werde ein paar Begrüßungsworte sagen. Also, ich sage meine Sache jetzt, die dauert 3 Minuten, dann sind wir fertig. Ja, aber bitteschön, ich muss das denn. Überlassen wir Ihnen. Wenn Sie es nicht um Nachsicht, dass. Ja, wir fangen jetzt an, da ist sowieso schon verspätet. Damit wir einigermaßen im Programm dann drin bleiben. Leider drängte die Zeit Herrn Senator Schumann so stark, dass keine Zeit für ein 2 bis 3 Minuten Gespräch vor der Kamera blieb. Die Öffentlichkeitsarbeit machte dann Senator Fuchs, den wir zufällig vor dem Arbeitsamt trafen. Kulturpolitischen Ausschuss des Senats für den Freistaat Bayern. Herr Fuchs, Grund Ihres Besuchs heute beim Arbeitsamt Freising? Ja, wir werden hier mal über berufspolitische Fragen unterrichtet. Und es sollte heute einmal einiges besprochen werden. Sind Sie über das BITS, das sogenannte Berufsinformationszentrum, schon informiert? Nicht hinreichend, das soll ja heute der sein. Gut, ich danke Ihnen recht schön. Bitte schön. Herr Zwolski vom Arbeitsamt Freising meinte zum Berufsstart 85. Wir haben uns über diesen hohen Besuch natürlich sehr gefreut. Aber die Jugendlichen, vor allen Dingen die jugendlichen Schulabgänge 1985, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, liegen uns natürlich sehr viel mehr am Herzen. Und aus diesem Grund haben wir eine Informationsbroschüre entwickelt. Kann das die Kamera mal eben zeigen? Wo wir den Schulabgängern dieses Jahres und Eltern aus den Landkreisen Freising und Erding konkrete Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten hier in der Region geben wollen. Die Broschüre soll auch dazu anregen, vielleicht Berufsmöglichkeiten noch herauszufinden, die man bisher völlig außer Acht gelassen hat. Ich möchte das mal mit einem kleinen Beispiel verdeutlichen. In dieser Broschüre sind unter anderem schulische Möglichkeiten, die es im Raum Freising und Erding gibt. Und sofern solche schulischen Möglichkeiten bei uns hier nicht angeboten werden, solche, die es auch in München noch gibt, aufgeführt. Außerdem ist eine komplette Aufstellung aller betrieblichen Ausbildungsmöglichkeiten in beiden Landkreisen enthalten, wo man sich vor allen Dingen auch mal von der Anzahl der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse her ausrechnen kann, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich eine Bewerbung in einem ganz bestimmten Beruf sein wird. Was uns besonders wichtig ist, wir wollen den Jugendlichen, die noch nicht so ganz wissen, wie sie jetzt zu ihrem Ausbildungsplatz kommen sollen, konkrete Starthilfen der Berufsberatung anbieten. Und hier macht uns manchmal ein bisschen Sorge, dass es im Bereich der Ausbildungsvermittlung zu Missverständnissen kommt zwischen den Ausbildungsstellensuchenden und den Mitarbeitern der Berufsberatung. Ich möchte das mit einem Beispiel wieder verdeutlichen. Wir veröffentlichen ab April jeden Jahres alle noch offenen Ausbildungsstellen in den beiden Landkreisen. Häufig rufen dann interessierte Jugendliche oder ihre Eltern bei uns an und möchten die Anschriften der Betriebe von uns genannt haben. Und hier ist die erste Ursache des Missverständnisses. Wir können Ausbildungsbetriebe namentlich nur dann benennen, wenn wir mit dem Jugendlichen über seine persönlichen Gegebenheiten gesprochen haben und mit ihm gemeinsam geklärt haben, ob er für diesen Betrieb und für diesen Beruf auch die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Vielfach wird es nicht verstanden, dass Betriebe beispielsweise ganz konkrete Vorstellungen haben, wie ein Bewerber für ihren Betrieb aussehen soll. Aber es ist ein Recht, das jeder Betrieb hat, dass er sagt, ich möchte einen ganz bestimmten Jugendlichen aus einer ganz bestimmten Region mit einem ganz bestimmten Schulabschluss. Genauso wie der Jugendliche das Recht hat, sich den Beruf rauszusuchen, den er eben für richtig hält.
mit dem Beispiel, wir werden keinem Jugendlichen eine Stelle in einem Handwerksberuf vermitteln, wenn er eigentlich ins Büro möchte. Und mit diesem gleichen Grund müssen wir uns auch an die Bedingungen der Betriebe halten. Und das ist der einzige Grund, warum vor der Benennung einer Ausbildungsadresse ein kurzes Gespräch mit dem Ausbildungsvermittler oder dem Berater stattgefunden haben muss. Und ich hoffe, dass wir mit der Broschüre hier auch einige Missverständnisse ausräumen können. Denn die Berufsberatung hat das größte Interesse daran, dass möglichst jeder Jugendliche aus den beiden Landkreisen und Freising und Erding den Ausbildungsplatz findet, den er sich wünscht. Diese Broschüre kann kostenlos von uns angefordert werden, telefonisch unter der Nummer 57 144 im Ortsnetz Freising oder schriftlich oder persönlich, indem man einfach vorbeikommt. Wir haben vor, diese Broschüre jedes Jahr neu aufzulegen, zu aktualisieren, damit die Jugendlichen und ihre Eltern möglichst aktuelle und neue Informationen über das Geschehen auf dem Berufsausbildungsstellenmarkt haben. So, von den Nachrichten zurück zu uns ins Hüttenstudio. Und da sitzt sie nun, unsere liebe Ingrid Wiedemann. Du sprichst nun schon seit über einem Jahr die Nachrichten im FIB-Programm. Erzähl doch mal, wie wird man Nachrichtensprecherin? Ja, da muss ich vorausschicken, ich bin also Dekorateurin, ich gehe also einen ganz anderen Beruf nach. Und wie wird man Nachrichtensprecherin? Das war ein reiner Zufall, ich war auf einem Faschingsball. Mich ein junger Mann angesprochen, ob ich nicht Nachrichtensprecherin werden möchte. Ich habe das natürlich für einen Faschingsscherz gehalten. Nachdem er mir dann eine Visitenkarte überreicht hat, ich sollte es mir mal überlegen, habe ich mir gedacht, na gut, versuchen kannst du es ja mal. Und dann bin ich gegangen, habe Probe gesprochen und heute spreche ich die Nachrichten. Mhm. Das ist ein Erfolg, ja. Alles. Das ist toll. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft in der Richtung? Ja, weitermachen. Ja, die Ingrid macht es eigentlich sehr schön. Gell, finde ich auch. Ja, liebe Zuschauer, einer fehlt uns heute in der Runde. Unser rasender Reporter, Guido Wenzel. Rasender Reporter im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist jetzt und zur Zeit auf einem Auslandstrip. Ja, und wo die Reise hingeht oder wo er momentan ist, das wird uns jetzt gleich meine Kollegin, die Ulrike Fesseler, sagen. Sie holten wir nämlich aus dem Pferdestall, vom Pferd runter, damit sie von der Abfahrt von Guido Wenzel berichten kann. So, liebe Zuschauer, Sie denken jetzt sicher, es kommt ein Bericht übers Reiten, aber da muss ich Sie enttäuschen. Sie werden zwar welche sehen, aber erst innerhalb der nächsten Sendung. Nein, jetzt passiert was viel Tolleres, und zwar ein Mitarbeiter von uns, der Guido Wenzel, fährt nach Afrika. Ja, das klingt also vollkommen banal, aber Sie werden gleich sehen, was passiert. Guido? Hallo? Ich dachte, du fliegst nach Afrika, nee, wie alle anderen normalen Leute. Mit Motorrad und allem möglichen. Also. Ja, wir Wahnsinn. Hoffen, dass wir bald wegkommen. Aha. Wer fährt noch mit? Außer meine dir? Drei Kumpeln. Kommst du mal her? Habt ihr kurz Zeit? Kommt mal her. Ja. Der Bernd fährt mit. Zu 14, ne? Der Stefan und der Andi. Habt ihr euch lang vorbereitet oder wie? Ja, ich schätze, die letzten drei Monate sind sicher drauf gegangen. Und wie seid ihr auf das gekommen? Werdet ihr gesponsert? Oder? Ja, wir werden gesponsert. Mit der Andi und ich sind damals vor 2 Jahren schon mit Motorrad in der Sahara gewesen. Mhm. Und haben jetzt überlegt, einmal die Sache größer zu machen. Haben Sponsorfirmen angeschrieben und werden auch jetzt von 11 Firmen insgesamt gesponsert. Mhm. Und werdet ihr auch filmen dabei, ne? Wir filmen diesmal auch, ja. Wir haben sehr viel Foto- und Filmmaterial dabei, weil wir eben für die Firmen auch Pressefotos machen wollen und dann eben den Film drehen, der fürs Fernsehen sein soll. Das haben wir uns gedacht und deswegen meinten wir, falls ihr in der Wüste verdurstet, dass ihr das filmen könnt. Ist ja super. Das dürfte einiges haben wir sein. Euch noch zwei so Dinger mitgebracht. Ich hoffe, dass wir so schnell verdursten, dass es auch lang dauert. Das ist mein Weg dann gleich. Okay, magst du mir mal die Route zeigen? Ja, das wäre. Ich fahre da. Wo können wir das schnell? Das da ist die Route drauf.
Wir fahren also heute Abend noch, wollen wir nach Genua fahren, also bis morgen früh dort sein. Mhm. Kommen dann in Tunis an mit der Fähre, die fährt ungefähr 24 Stunden lang. Mhm. Und dann geht es weiter hier runter nach Tugurt, Ouargla, Gadaya, alles noch Asphaltstraße. Ja. Ja. Wir fahren hier bis Inshallah auf der Asphaltstraße und ab hier beginnt dann die wirkliche Sahara. Da fahren wir hier auf diese ganz verschmutzte Piste hier runter, bis nach Janet, ist also alles schon nicht mehr asphaltiert. Ja. Dann geht es hier weiter runter, hier fahren wir bloß noch nach Kompass. Die ganze Strecke bloß noch nach Kompass bis hier runter, dann geht es hier weiter. Dann kreisen wir nach Niger ein, nehmen Zaire-Gebirge mit, so suchen ein paar Oasen da, wunderschöne Oasen drin, reisen wieder aus Niger und fahren hier entlang an der Tanis-Ruft-Piste, das ist auch eine sehr bekannte Piste, die sich hier raufzieht, und biegen aber dann links ab und biegen in den Erchsech ein. Das westlich ist also, ab. Jeder Erdkundelehrer würde einen Schock kriegen. Ja. Biegen da ab und fahren eben durch dieses riesen Sanddünengebiet und suchen hier diese Oasen da drin, Borchi, Fly, St. Marie, und fahren dann praktisch direkt nach Norden, da können wir nichts verfehlen, und treffen auf eine dieser beiden Asphaltpisten, fahren die Asphaltpiste weiter, bis rauf nach Algier, und von Algier geht es wahrscheinlich, so wie es ausschaut, im Moment nach Marseille zurück, Marseille nach Hause. Das Ganze soll 9 Wochen dauern, so am 5. Mai wollen wir wieder da sein. Ja, Wahnsinn, was macht ihr, wenn ihr eine Panne habt irgendwo? Ich muss sagen, also mit Pannen sind wir eigentlich so gut ausgestattet, also um das zu reparieren, dass eigentlich nichts passieren kann. Wir haben fast alles dabei. Wir könnten also theoretisch, bis auf den Motor auswechseln, können wir alles machen. Aber also da sehe ich keine Schwierigkeiten. Wir sind ja von damals noch erfahren mit den beiden Motorrädern, wo eben kein Problem gab eigentlich. So sind wir es diesmal auch wieder. Siehst du ja, was wir wahnsinnig viel Zeug dabei haben. Ja. Wir sind eh überladen. Aber dafür sind die beiden Motorräder eben leer und das macht natürlich sehr viel Spaß zum Fahren. Also zwei fahren Motorrad und zwei fahren Motorrad, zwei sitzen im Auto. Ja. Ja. Musstet ihr euch impfen lassen? Besondere ja, und zwar 6 Impfungen waren es, glaube ich, davon 4 Spritzen. Aber das ist ganz normal, das gehört man sich schon an, darunter Gelbfieber, Malaria, die ganzen Sachen, die halt da unbedingt notwendig sind für die Reise. Und wozu reist ihr jetzt genau da runter? Also ihr filmt nur Gegend oder? Diesmal fahren wir in erster Linie runter, um die Gebirge Tassili, Hoga und Zaire-Gebirge zu filmen. Mhm. Und zwar da drin zu filmen, wie sich ein Mensch, also ein europäischer Mensch in dieser Weite entfalten kann, wie er versucht, vielleicht zu seinen Wurzeln zurückzufinden. Mhm. Der Film soll also nicht nur dokumentieren, wie die Reise ist, sondern soll auch ein bisschen künstlerischen Moment haben. Soll also ein bisschen versuchen, diese Einsamkeiten, die Weite auszudrücken, die man hier ja nicht ausdrücken kann. Ja. Okay, ist so der Haupt. Dann schickt ihr uns aber Postkarten, bitte. Ja, mit Sicherheit. Massenhaft. Sobald es geht, sobald wir eine Post finden, werden wir eine schicken. Gut, ja. Dann will ich dich nicht länger aufhalten, okay, beziehungsweise okay. Euch. Ja, danke. Passt auf euch auf. Ja, wenn wir machen. Und alle guten Wünsche. Danke dir. Okay, tschüss. Wo ist er denn? Ja, liebe Zuschauer, in unserer nächsten FEB-Ausgabe werden wir dann einen Zwischenbericht bringen, wo sich die 4 momentan befinden, und ein Gespräch mit Guido Wenzels Eltern. Die haben ja der ganzen abenteuerlichen Reise mit einer ziemlichen Skepsis entgegengesehen. Ja, ich darf Ihnen jetzt eine weitere Mitarbeiterin unseres FEB-Teams vorstellen, unsere Johanna Vogel. Frau Vogel, Sie sind im Auftrag der neuen Medienagentur für die Fernsehwerbung zuständig, sozusagen die Frau an der Front. Was ist für Erfahrungen haben Sie gemacht? Tja, ich muss sagen, es ist bestimmt nicht einfach gewesen, für die mittelständischen und kleinen Betriebe in die Fernsehwerbung oder über die Fernsehwerbung aufzuklären. Ja, und wie ist es heute? Ist es leichter geworden? Ja, möchte ich schon sagen. Die Fernsehwerbung heute in den Stadtfernsehen ist ja eine Werbung, die, sagen wir mal, sehr gut... Ja, den Bezug, den lokalen Bezug, oder? Ja, hat, und sagen wir mal, in einigen Jahren wird es bestimmt nicht mehr wegzudenken sein durch die Verkabelung, die ja sehr schnell voranschreitet. Ist also wirklich... Tolle Sache. Auch der Kleinbetrieb kann sich das Werbung leisten. Genau, durch das, dass die Preise echt so sind, dass man sagt, 300 Mark. Man darf so sagen, 300 Mark im Monat. Zum Beispiel ein Fernsehwerbespot,
Ja, der doch sehr viel aussagt. Fernsehwerbung hat ein Leben und einfach Farbe und bewegt sich. Und das ist einfach eine Werbung, die, sagen wir mal... Ja, und im lokalen Bereich, stellen wir vor, ist es doch auch so, dass der Streuverlust ziemlich gering ist. Sehr gering ist, ja. Gut, jetzt haben wir über die Werbung gesprochen. Jetzt schauen wir es uns an. Genau. Altstadtgalerie, das Einkaufszentrum mit Tradition und Herz in der Freisinger Innenstadt mit interessanten und attraktiven Angeboten, zum Beispiel... Kinder, Kinder, aufgepasst, bei uns tut sich immer was. Lollipop, das klasse Fachgeschäft, neu in der Freisinger Altstadtgalerie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sprechprobe, eins, zwei, drei. Du, sag mal, Fred, was ich dich eigentlich immer schon mal fragen wollte. Wo lässt du eigentlich deinen schicken Haarschnitt machen? Speziell Herrensalon, Grubmüller, in der Freisinger Altstadtgalerie. Facette. Facette? Facette. Facette. Individuell. Exklusiv. Auch aus eigener Herstellung. Ganz tolle Idee. Facette, einzigartig in Freising, nur in der Altstadtgalerie. Ja, das war's diesmal von der Altstadtgalerie, wo in gemütlicher Atmosphäre Einkaufen noch Spaß macht, mit eigenem Kundenparkplatz am Rückgebäude. Mutti, mir tut der Fuß weh. Von Weihen Stefan, die frische Buttermilch mit echten Butterflocken im blauen Becher. Schenken Sie sich doch einmal Ruhe und Entspannung oder lassen Sie sich mit einer Kosmetikbehandlung selbst bei Frau Fink verwöhnen. Und für die sportliche Bräune, die Sonnendusche. Holen Sie sich Ihren Schönheitscoupon direkt in der Kosmetikpraxis Edith Fink, Ziegelgasse 23. Der geht nicht. Stadtfernsehen Freising, grüß Gott, verzeihen Sie, ich beobachte Sie schon die ganze Zeit. Ja. Was machen Sie denn da? Der geht nicht. Da. Wer bitte geht nicht? Das Fahrrad geht nicht. Oh, ist das Fahrrad defekt? Nee, sehen Sie, Schlauchboot, hier. Unmöglich, geht auch nicht. Ja, geht nicht. Was soll bitte sehr ein Fahrrad, ich meine ein Schlauchboot auf einem Fahrrad? Da, Liegestuhl. Geht überhaupt nichts. Was machen Sie mit... Warum sollen diese ganzen Sachen auf dem Fahrrad drauf? Mensch, Mädchen, du nix wissen, oder? Radweg, Stäubermühle raus. Sagen Sie mal, wie reden Sie mit mir? Außerdem, was hat das mit der Stäubermühle zu tun? Mit dem Radweg? Gott, hinterm Mond wohnen Sie. Wenn wir schon für fast mindestens, ja, 900.000 Mark einen Radweg rausbekommen. Das ist ja fast 1 Million, ja? Ja. Zur Stäubermühle raus, ja? Hm? Ja, da muss man doch mit dem Rad fahren. Aha. Auweia! Nachdem Sie, liebe Zuschauer, aus unseren BTX-Teilen 1 und 2 schon wissen, wie man mit dem neuen Dienst der Bundespost arbeiten kann, wollen wir den dritten Teil etwas flotter durchziehen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Im zweiten Teil, meine ich. Telebanking und Geheimnis. Gut, genau da machen wir jetzt weiter. Hier unsere Seite bei der Bayerischen Vereinsbank, mit der wir uns identifizieren. Das ist die BTX-Nummer, unter der das Konto registriert ist. Genau, Uli. Das ist die BTX-Nummer und darunter die Geheimnummer. Und die wird aus Sicherheitsgründen natürlich nicht ausgeschrieben. Ja, genau. Da bleiben nämlich nur die Striche stehen. Ja. Und wenn beide Nummern in Ordnung sind, dann... Ja, dann können wir auf dieser Seite wählen.
Nehmen wir den Kontostand. Da ist er schon. Kontonummer und Kontostand. Also Uli, auf, jetzt machen wir eine Überweisung. Siehst du, hier ist sozusagen das Überweisungsformular auf dem Bildschirm. Ja, und so sieht es dann ausgefüllt aus. Bankleitzahl, Institut, Konto, der Name des Empfängers, Betrag und der Verwendungszweck werden eingetragen. Ja, und jetzt kommt es. Wir müssen uns mit der zweiten Geheimnummer, der sogenannten Transaktionsnummer, ausweisen und erst, wenn die vom Bankrechner akzeptiert wird, ist die Überweisung erfolgt. Richtig. Wenn der Rechner sie nicht für gut befindet, fragt er nach. Und überweisen kann nur, wer diese zweite Geheimnummer richtig eingegeben hat. So, noch schnell den neuen Kontostand angeschaut? Ja, stimmt. 100 Mark haben wir überwiesen und die sind jetzt berücksichtigt. So, Uli, jetzt wollen wir schnell noch einige interessante Seiten aus den Anbieterseiten abrufen. Aber achten Sie darauf, liebe Zuschauer, Anbieterseiten können Pfennig- oder Markbeträge kosten. Das sehen Sie hier oben zum Beispiel. Aber hier nun einige Seiten. Interessant, Uli. Also, ich finde die Möglichkeiten, Telebriefe zu schreiben oder Telebanking besser vielleicht. Aber sag, was kostet bitte X nun den Teilnehmer überhaupt? Ganz einfach. Der Postanschluss bei vorhandenem Telefon 65 Mark einmalig und dann 8 Mark Grundgebühr pro Monat. Ah ja. Und dazu kommen noch die üblichen Telefonortsgebühren von 8 oder 12 Minuten je Einheit und unter Umständen Gebühren für kostenpflichtige Seiten der Anbieter. Mhm. Abgerechnet wird von der Post mit der Telefonrechnung. Wenn Sie jetzt Interesse an BTX haben, verehrte Zuschauer, dann sprechen Sie mit Ihrem Postamt. Ja, und wir bedanken uns für Ihr... Moment, Fried. Was kosten BTX-Fernseher und Tastatur? Das ist doch auch wichtig. Richtig, Uli. Das hätten wir beinahe vergessen. Aber das ist sehr schwierig zu sagen. Da, liebe Zuschauer, erkundigen Sie sich am besten bitte im Fachhandel. Wir bedanken uns für Ihr Interesse, liebe Zuschauer, und bei den Firmen Löwe Opta sowie Philips Hamburg für die zur Verfügung gestellten Geräte. Stopp, Fred. Noch ein Hinweis für Computerfans. Haben Sie schon einen C64 Commodore-Computer? So genügt dieses kleine Modul von der PHS-EDV-Beratung Hannover, um Ihren C64 BTX tauglich zu machen. Natürlich mit einem BTX-Fernseher, sonst geht nix. Tja, das war's denn vom BTX-Dienst der Deutschen Bundespost. Bei Interesse senden wir Ihnen sämtliche Anschriften zu, aber bitte vergessen Sie nicht, das Rückporto beizugeben. So, liebe Zuschauer, jetzt darf ich Ihnen einen weiteren Mitarbeiter vorstellen, unseren Helmut Schnitzer. Das ist nämlich der Mann, der nicht nur, aha, er kommt schon daher geklockelt, das ist nicht nur der Mann, der mit seinen Berichten und Beiträgen, sondern auch mit seinen Sketches meistens den Nagel auf den Kopf trifft. Helmut, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ist, ob du einen Nagel auf den Kopf triffst. Ja, hier mit dem Nageln so ähnlich. Schau mal, ob du das Ding trifft. Mit diesem Hammer, mit der Spitze. Auf den Kopf. Nicht daneben. Nicht daneben, auf den Kopf. So, jetzt dein Nagel, dein Publikum. Und? Ach. Ja, Helmut, das war wohl nichts mit den Nageln. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Der ist mir zu weit oben da. So genau so in der Richtung. Genau. Helmut, seit eineinhalb Jahren bei uns im FIB-Programm. Was hat es besonders gegeben? Was hat dir bis jetzt besonders gefallen als Reporter? Dass ich eigentlich immer den anderen Leuten das Ding da hab hinhalten können. Ja, und mit mir ist, ja, das ist wirklich schlimm. Kann ich dir eine Gegenfrage stellen? Wie fühlst du dich so als Chefredakteur im FIB? Ja, mit seinen Mitarbeitern, mit Helmut natürlich sehr, sehr gut. Fällt da eine kleine Geschichte ein? Eigentlich das Schönste, was passiert ist, wie wir unsere Sendung mit dem Spargel gemacht haben, wo es wirklich dann eine Frau knapp davor war, mir eine reinzuscheuern. Und vielleicht sieht die Dame das heute. Es tut mir also wahnsinnig leid. Ne? Es war nicht so gemeint. Ich hatte wirklich Angst, dass es mir also diesen hier gibt. Ne? Genau. Jetzt, wenn ihr da hinten nicht so fest aufhaut,
Die haben schon Nägel alle drin. Helmut, auch wenn du jetzt nicht getroffen hast, mach deine Beiträge weiter so, auch die Sketches weiter so. Wir werden jetzt gleich im Anschluss an unsere FIB-Werbung einen Beitrag von Helmut Schnitzer sehen. Es dreht sich alles um Kino. Ein Gespräch mit Frau Therese Flexel und dessen Sohn Paul. Aber zunächst FIB-Werbung. Europas große Einkaufsgemeinschaft feiert Geburtstag. 25 Jahre Erfahrung rund ums Wohnen. 25 Jahre Leistung, die überzeugt. 25 Jahre Europamöbelgarantie. 25 Jahre geballte Einkaufskraft im Europamöbelhaus Freising-Lerchenfeld. Die Adresse für Kenner. Für Werbekonzepte im Stadtfernsehen, Kabelfernsehen und Bildschirmtext empfiehlt sich die neue Medienagentur Freising-Tüntenhausen. Ruf 08167 8034. Willkommen im Isar-Hotel Freising. Für Ihre Betriebs-, Jubiläums- oder Familienfeier sind wir bestens gerüstet. Lassen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre von unserem geschulten Personal bedienen. Wir legen großen Wert auf hervorragende Küche und gepflegte Gastlichkeit. Willkommen im Isar-Hotel Freising an der Isarstraße. Das ist ein Genuss. Mit meinem Stefan fängt Bier an. Ja, ja. Dies müssen Sie auch mal probieren. Wein Stefan, Hefeweißbier. Oh, die Hollerbrezen hauen vielleicht, ne? Holler, zweimal im Freising. Renault 25. Intelligenz auf vier Rädern für die Zukunft gerüstet. R25 Autosteger Freising an der BL. Ich mag Kino. Sie auch, liebe Zuschauer? Wie war das vor 30 Jahren, Frau Flexel, Kino hier in Freising? Vor 30 Jahren? Ich denke zurück an vor 70 Jahren. Ah, dann müssen wir früher anfangen, bei 70 Jahren. Okay. Vor 1911 hat nämlich Freising schon sein erstes Kino bekommen. Und zwar war es das Zentralkino in der unteren Hauptstraße, wo heute das Tengelmann-Geschäft ist. Und mein Schwiegervater, der hat sich schon seit ein paar Jahren mit dem Kino befasst. Er war mal in München in der Dachauerstraße, da gab es ein Kino und da schaute er sich's an und war ganz fasziniert. Und dann er hat von Kino eine Ahnung gehabt, oder? Dann nein, er war ganz fasziniert von dem Geschehen da auf der Leinwand, von den lebenden Bildern. Und dann kam er nach Haus und nachdem er einen Beruf hatte, der ihm nie gefallen hat, er war Schneidermeister, er musste das Geschäft seines Vaters weiterführen. Dann hat er eine Ahnung vom Schneiden, von den Filmen so gehabt. Ja, ja, so ungefähr. Und so hat er dann beschlossen, in Freising ein Kino zu bauen. Und so entstand 1912 das größte und vornehmste Kinematographentheater am Platze. So stand es in der Freisinger Zeitung damals. Also an der unteren Hauptstraße dann? Nein, das war in der Bahnhofstraße das Stadtkino. Es war ein Jahr später, als das Zentralkino eröffnet wurde, also im Jahr 1912 war das. Und wie ging es dann weiter? Es ging so weiter, mein Schwiegervater, der war im Vorführungsraum, drehte an der Kurbel, meine Schwiegermutter saß an der Kasse beim Einlass. Im Kino war ein Klavierspieler, der das Geschehen auf der Leinwand begleitet hat. Am Wochenende kam auch noch ein Violinspieler dazu. Die Filme waren alle zwischen 15 und 25 Minuten lang. Am Wochenende wurde durchgespielt, da gab es nicht extra Einlass, sondern durchgehend kamen die Leute. Und dann musste der Klavierspieler auch durchgehend spielen? Der musste durchgehend spielen, bis dann um 6 meistens, da haben sie Schluss gemacht, weil da welche schon 4 Stunden drin saßen und die mussten dann alle raus. Und da ist der Klavierspieler vom Sessel gefallen. Ja. Gibt es dazu jetzt schon Bilder? Wir haben nämlich auch ein schönes Album. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel ein Bild vom alten Stadtkino. Wie das damals früher so ausgesehen hat. Ah, das war ja so ein Kuppelbau damals in der Bahnhofstraße draußen und hat damals also irgendwie so einen alten kultischen Eindruck gemacht. Und die Plakate,
Die waren ja noch, glaube ich, handgemalt, ne? Ja, die waren handgemalt, die haben wir uns zu Laien genommen. Wir haben da die Termine immer 6 Wochen voraus an einen Plakatverleiher nach Ulm geschickt. Und der hat die großen Plakate angefertigt, hat es uns immer rechtzeitig vor Einsatz des Filmes geschickt. Die waren ja riesengroß. Die sind ja 2 Meter hoch und 5 Meter breit. Ja, sowas waren es. Das haben wir am Wohnhaus angebracht. Und wie wurden jetzt dann die Filme eigentlich dann geholt? Ich meine, es gab keine S-Bahn in der Richtung und man konnte es auch mit der Post wahrscheinlich so schicken. Während des Krieges, da ist mein Schwiegervater mit dem Rucksack und mit dem Fahrrad nach München gefahren und hat sich geholt, weil da auch zeitweise die Bahn ausgefallen ist. Und besonders schlimm war es dann in der Inflationszeit, da hat er im Rucksack seine Milliarden gehabt, die er oben beim Filmverleiher bezahlen musste, dass er den Film ausgeliefert bekommen hat. Es war aber zu der Zeit eine harte Zeit. Es gab damals die große Arbeitslosigkeit 1929. Und es war schon ein Durchbeißen von meinen Schwiegereltern. Sie haben es oft erzählt. Und es wurde dann erst besser, als die Nazizeit kam. Da war das Kino sozusagen mit der Wochenschau und mit den diesbezüglichen Filmen Propagandastätte zum Abspielen von Filmen, die eben von der Reichsfilmkammer gewünscht worden sind. Wie war das mit der Konkurrenz? Es waren ja 2 Kinos da. Ja, es waren wohl bloß 2 Kinos, sie waren aber klein. Jedes hatte unter 300 Sitzplätze. Und, circa 300. Circa 300. Es war sehr gefragt. Die beiden Kinos waren laufend ausverkauft. Und dann beschlossen meine Schwiegereltern 1943 ein drittes Kino zu bauen, also von innen ausgesehen ein zweites Kino, und zwar das waren die Bavaria-Lichtspiele, die dann entstanden mit 580 Plätzen. 580 Plätze, ja. Wir haben gerade gehört, 300, damit man einen Vergleich hat. 300 Sitzplätze, wie viel haben es heute Kinos? unser größtes noch, Kino hat heute noch 220 Sitzplätze. Noch 220, also damals doch größer gewesen schon. Also damals sind die Kinos 2, 3, 4 Mal so groß gewesen wie heute. Ja, jetzt, Entschuldigung, haben wir unterbrochen, aber es sind so viele Sachen dazwischen gekommen. Ja. Wie das Bavaria stand jetzt dann? Das stand, es wurde eröffnet im Dezember 1944. Also in der Nazizeit noch, ne? Ja, ganz vor Kriegsende. Und musste aber geschlossen werden nach Kriegsende. Das ist sofort von den Amerikanern beschlagnahmt worden. Ja, so jetzt haben wir natürlich den Krieg verloren. Was heißt natürlich, wir haben ihn also verloren. Und dann haben die Amerikaner ja den Ausspruch Army Go Home irgendwie falsch verstanden. Die sind nämlich dann in Deutschland alle geblieben. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt, Amerikaner und unsere Kinos? Die Amerikaner hatten ja die ganzen Kriegsjahre auch Filme produziert. Und da lagen sehr, sehr viele Filme auf Halde, sagen wir sozusagen, bei den Amerikanern. Und die wurden dann gleich nach Kriegsende alle in die Bundesrepublik reingeworfen. Haben sie unseren praktischen Butterberg dann hier angeworfen. Ja, sowas, so ungefähr. Und dann kamen gleich große amerikanische Verleihfirmen her, die dann die Filme verliehen. Ja, sie mussten zuerst freigegeben werden. Ja, da gibt es aber noch was. Noch schneller waren also im russisch besetzten Teil die Russen. Die haben also als erstes die Kinos, die leer gestanden sind, die keine Filme gehabt haben, mit Filmkopien beliefert. Und die Filmkopien waren natürlich in Russisch, aber das hat die Besucher damals nicht wesentlich gestört, kurz nach dem Krieg, denn die waren ja einen Stummfilm noch gewohnt. Der war erst vor 15 Jahren vorübergegangen, der Stummfilm damals. Und so war es also eine Zeit lang so, dass im russisch besetzten Teil russische Filme liefen, während bei uns die Filmversorgung noch ziemlich dürftig war, bis dann die Amis auf einmal gemerkt haben, was da möglich ist. Ich kann mich erinnern, dass schon 1948 DEFA-Filme rübergekommen sind. Was für Filme? DEFA-Filme, und zwar von der DDR rüber produziert worden sind. Die haben relativ schnell mit der deutschen Filmproduktion wieder angefangen. Auch synchronisiert oder in auch Sächsisch? Synchronisiert, nein. Nein, schon synchronisiert, ja. Und bei uns hatte dann der Keutner angefangen mit den Filmen. Der erste war In jenen Tagen, dann Der Apfel ist ab, war der zweite. Bei uns heißt Der Bart ist an. Titel haben sich irgendwie gehalten, ja. Wie ging es jetzt dann weiter mit den Filmen? Sie meinen jetzt mit den deutschen Filmen? Ja, genau. Ja, es hat einige Zeit gedauert nach dem Krieg, bis sich die deutschen Verleihfirmen dann wieder hochgerappelt haben und wieder die deutschen Produktionen dann in die Kinos bringen konnten. Ohne Oberaufsicht dann, oder? Erst hat es noch eine Oberaufsicht gegeben. Die Besatzermächte, die in den einzelnen Bundesländern sind inzwischen, haben immer noch eine Oberaufsicht gehabt damals, und das ist inzwischen natürlich wieder als Aufsicht zurückgegeben worden.
So, liebe Zuschauer, ich darf Ihnen jetzt Hans-Walter Wabbel vorstellen, den Herausgeber von Freising im Bild, Industrie, Filme. Ach, Herr Wabbel, kommen Sie doch mal bitte hinter der Kamera vor. Das geht gar nicht so einfach. Na, einfach? Der Herr Wabbel kann nämlich so gut wie alles. Der macht Kamera, macht den Schnitt. Na, sowas. Ja, doch, also, ja? Muss ich sagen. Was haben Sie denn für die Zukunft so mit uns vor? Ja, für die Zukunft. Der obligatorische Kaffee. Das ist immer so. Für die Zukunft, das ist immer so eine Frage. Das ist eine gute Frage, ist das übrigens. Oh, vielen Dank. Ja, das ist eine ganz gute Frage, die bringt mich direkt in Verlegenheit. Hätte von Ihnen denn die Frage ist, was ist die Zukunft? Die Zukunft des Kabelfernsehens. Ich würde sagen, das Erste wird sein, dass man hier, oder das Absehbare, dass man hier in Freising eine örtliche Kabelgesellschaft gründet. Dort werden wir dann sicher mitmischen wollen. Das Zweite ist, dass wir mit der örtlichen Kabelgesellschaft in Ingolstadt mitmischen wollen. Und das bedeutet, dass wir dann Stadtfernsehen in Ingolstadt machen. Das nahe Ziel ist jetzt, dass wir im Bayernkabel bayernweit verbreitet werden. In die ganzen Kabelinseln, die über Bayern verteilt sind. Ja, und dann bin ich gefragt worden, ob wir mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen über Satellit in ganz Westeuropa gesehen werden wollen. Da habe ich gepasst. Warum? Naja, also ich meine, wenn jetzt jemand in Norddeutschland, in Lüneburg oder in Hamburg, in meiner Heimat, das Freisinger Stadtfernsehen sieht, das ist dann wohl nicht so ganz passend, oder? Meinen Sie, er versteht uns nicht, oder? Mich versteht er ja, Sie auch. Aber das andere weiß ich nicht, da geht zu viel dann durch die Binsen. Nachher dann verwechseln die uns mit dem Komödienstadel oder sowas. Ja. Was heißt hier Danke? Wir müssen weitermachen. Und zwar mit einem Bericht vom Fred, der hatte ein Gespräch mit Herrn Dr. Karl-Heinz Ahl. Musikfreunde, aufgepasst. Gesangsvereine, Bands, Popgruppen, Ohren auf. Ja, liebe Uli, Ohren auf ist eigentlich das richtige Stichwort, denn ich darf Ihnen, liebe Zuschauer, heute einen Mann vorstellen, der sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Musik beschäftigt. Ich begrüße Herrn Dr. Ahl und dessen Gattin. Jetzt will ich gleich mal auf diesen Stoß zu sprechen kommen, der hier vor uns liegt. Viele produzierte Platten, das sind natürlich, Herr Dr. Ahl, nur ein kleiner Teil von der großen Liste, die Sie ja schon komponiert haben. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter zu komponieren. Meine Frage an Sie, Frau Ahl, wem gehört er denn eigentlich? Der Musik oder Ihnen und der Familie? Also uns und der Familie. Die Musik ist Hobby und dadurch kann er sich doch ganz und gar uns widmen und seinem Beruf. Es lässt sich also irgendwo immer verbinden? Ganz bestimmt, ja. 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 Nun sagen Sie mir, Herr Ahl, Sie machen seit 9 Jahren Musik. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass man heute sagt, ich werde Komponist, morgen werden meine Stücke produziert und übermorgen bin ich großer Star. Wie war denn das nun bei Ihnen? Wie hat es eigentlich angefangen? Ich mache seit meinem 9. Lebensjahr noch nicht Musik. Ich habe angefangen mit 9 Jahren mit Klavierunterricht und habe das Glück gehabt, dass ich eine entfernte Tante als Lehrerin gehabt hat, die sehr modern gewesen ist, die damals schon eine halbe Stunde Klassik, eine halbe Stunde modern auf 2 Flügeln mit mir gespielt hat, die es fertiggebracht hat, dass ich bereits mit 13 Jahren im Schülerorchester dann bis zum Abitur den Flügel gespielt habe. Und mit etwa 15 Jahren habe ich angefangen, nun auch zu komponieren. Und wie man nun als Jugendlicher einmal hochtrabend hinaus will, zunächst auch mit klassischen Dingen versucht man, so kleine Symphonien oder Bruchstücke von Opern zu schreiben, bis ich eben doch eben bei der Unterhaltungsmusik und beim Schlager gelandet bin. Hat es damals auch schon so Starallüren gegeben als junger Musiker und so? Überhaupt nicht. War nicht der Fall? Überhaupt nicht der Fall. Als Alleinunterhalter und in Orchestern finanzierte der Komponist nach dem Krieg seinen Unterhalt. Die Titel der komponierten Lieder und Melodien häuften sich, darunter auch das Lied Freising, Freising. Anfang der 50er Jahre fasste er sich den Mut und schickte einige seiner Noten an den Bayerischen Rundfunk.
Diese eingesandten Melodien, die nur für Klavier geschrieben waren, wurden vom Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks arrangiert und über den Sender gespielt. Nichts ahnend hörte er seine eigenen Kompositionen im Radio. Ja, es war so, wir waren damals mit unserem allerersten Käfer, den wir gehabt haben, auf einer Fahrt zum Bodensee und plötzlich ertönte im Radio die Melodie, die hieß damals der alte Jazz-Trompeter. Das war eines meiner ersten Stücke, auch später auf Platte erschienen. Und wir waren so überrascht im Autofahren, dass ich rechts heranfuhr und wir erstaunt dann eben das vernommen haben, dass mein Stück im Radio gespielt wird. Zusammen mit Jimmy Tanner, bekannt durch seine Amateur-Big Band, baute sich Rechtsanwalt Karl-Hans Ahl ein Imperium auf. Jimmy Tanner war es auch, der 1958 die Tochter Ahls, bekannt unter dem Künstlernamen Fleur, entdeckte. Es folgten Probeaufnahmen, Schallplatten, Fernsehauftritte, Konzerte und Tourneen mit Fleur. Geschrieben wurden die Melodien, wie könnte es auch anders sein, von Tanner und Ahl. Fleur unterbrach ihre Karriere und widmete sich Familie und Beruf. Karl-Hans Ahl und Jimmy Tanner sind jedoch zusammengeblieben und schreiben bis zum heutigen Tag Musikstücke. Werden denn heute noch Titel gespielt und was zum Beispiel am häufigsten? Ja, sehr häufig wird gespielt ein Charleston, den ich komponiert habe, dann ein Titel namens Weltenbummler und hier ist zum Beispiel die allerneueste Platte, die, na, da ist sie, ja. Irene. Aha. Irene, das ist die Irene, meine Frau, Irene, ihrer Frau gewidmet, hat die Genehmigung gegeben, dass wir den Titel Irene eben hernehmen. Und Sie wissen ja, heute zählt ja eigentlich fast alles nur, was einen englischen Titel hat, leider Gottes. Aber wir bemühen uns auch eben doch noch gute deutsche Unterhaltungsmusik zu machen. Ja, jetzt Frau Ahl, in einer musikalischen Familie, die Töchter machen Musik, ihr Mann schreibt die Musik. Wie kamen Sie denn in dieser Zeit zurecht? Ja, ich kam eigentlich sehr gut zurecht, weil es mich selbst sehr interessiert hat, die Musik. Ich stamme auch aus einer musikalischen Familie. Und in der Zeit, als meine Töchter aufgetreten sind, da habe ich das auch sehr unterstützt und gefördert. Du hast mir so viele Anregungen gegeben, hast mitgearbeitet in textlicher und auch musikalischer Hinsicht. Und ich danke dir vielmals dafür, für dein Verständnis. Und ich freue mich, dass ich deine Anregungen auch habe verarbeiten können. Das ist sehr schön, Herr Ahl. Ich glaube auch, dass man ab und zu mal solche Anregungen, solche Unterstützung in der Tat braucht, speziell in dieser Haifischbranche. Ne? Genau. Ja, lassen Sie mich doch bitte nochmal auf das Lied Freising, Freising zu sprechen kommen. Da wollen nämlich mir, liebe Zuschauer, wie schon meine Kollegin Ulrike Fesserler angekündigt hat, aus diesem Lied Freising, Freising einen Musikwettbewerb starten. Ohren auf an alle Gesangsvereine, an alle Popgruppen, an alle Musiker in der bayerischen Szene. Dieses Lied Freising in Freising kann von Ihnen arrangiert werden. Es muss natürlich die Basis Freising, Freising immer zu erkennen sein. Und damit Sie sich einen Begriff machen können, wie nun dieses Lied klingt, darf ich Sie, Herr Ahl, an den Flügel bitten. Und naja, ich werde mal versuchen, dazu zu singen. Ja, dann Prost. Na dann Prost, könnte man sagen. Ne? Zum Wohl. Ja, liebe Zuschauer, jetzt wären wir soweit mit unserem Lied Freising, Freising. Und wir haben noch unerwartet Besuch bekommen. Und es freut mich, dass ich Ihnen jetzt die Fleur, die Frau Caro, vorstellen darf. Wir haben ja schon gesprochen darüber. Und ich habe jetzt die große Ehre, mit den beiden Damen, mit der Fleur und mit der Frau Ahl, begleitet von Herrn Ahl, Ihnen das Lied Freising, Freising vorzutragen. Ist natürlich alles improvisiert. Ich alleine habe mich nicht traut. Also bleibt nichts Besseres über, als mit den beiden Damen und Gott sei Dank begleitet von den beiden Damen zu singen. Dann darf ich Sie jetzt bitten. Nicht geprobt. Nicht geprobt. Gut, bitte. In einem kleinen Städtchen, das ihr ja alle kennt, gibt's viele schöne Mädchen,
tollem Temperament. Mit sanften Augen schauen sie dich betörend an. Drum fangen hier die Frauen jeden braven Mann. Ja, Freising, Freising am grünen Isarstrand. Freising, Freising, du bist weltbekannt. Deine Mädchen und dein gutes Bier lassen mich die Treue halten für und für. Naja, ich würde sagen, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, liebe Zuschauer, noch kurz zu unserem Musikwettbewerb. Dieses Lied können Sie jetzt, die Musikgruppen, die Gesangsvereine, die bayerischen Stanzlsänger und so weiter, umarrangieren. Die Melodie und der Text soll der gleiche bleiben. Bitte schicken Sie uns ein Demo, also eine ganz normale Kassettenaufnahme, bis zum 7. Juni an das Videostudio Freising. Es geht hier weniger um die Qualität, sondern mehr um das Stück. Die Noten dazu erhalten Sie im Musikhaus Pfefferkorn oder beim Videostudio Freising. Hier kurz die Adresse: Videostudio Freising, Kammerloher Straße 4 in 8050 Freising. Ja, und die drei besten Gruppen, es gibt also diese drei Kategorien, wie schon gesagt, Gesangsverein, Popgruppen und Bayerisch, werden prämiert und in unserer Juli-Sendung vorgestellt. Ja, das war's mit Freising, Freising. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Ahl, ich bedanke mich bei der Fleur für die zauberhafte Begleitung und bei Ihnen, Herr Dr. Ahl, für das Gespräch. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Kunst, verehrte Zuschauer. Ich erhalte hier gerade eine Kassette über die Vernissage im Altenheim an der Duvelstraße. Hier stellte die Moosburger Malerin Sigrid Hofer ihre Bilder aus. Seit 10 Jahren arbeite ich als Landschaftsmalerin und es hat sich in dieser Zeit eine Liebe zu Griechenland entwickelt und auch zu meinem Heimatland Bayern. In dieser Ausstellung habe ich eine Auswahl von Arbeiten, die in der bayerischen Umgebung entstanden sind und auch in Bayern-Stefaner Staudengarten zusammengestellt. Das Bild, vor dem ich stehe, ist ein Ölbild, das in Volkmannsdorf entstanden ist. Es zeigt die Isar an einem Abend, in dem sich das Licht im Wasser gespiegelt hat und das Abendrot die ganze Isar verzaubert hat. Das Bild zeigt eine Holladaer Landschaft in Aquarelltechnik gearbeitet. Die Holladaer Landschaft hat einen ganz eigenen Reiz. Und ich habe versucht, das Wesentliche, die kleinteilige Form, die Bewegtheit in der Landschaft einzufangen. Ich bediene mich dabei einer ganz eigenen Aquarelltechnik, die nichts fließen lässt, sondern klar abgegrenzte Formen verwendet. Und der Kontrast entsteht durch die Farbflächen, die sich gegeneinander absetzen und die Dynamik, die dadurch entsteht. Dieses Bild gehört zu einer Serie, die nach dem Gedicht von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, entstanden ist. Es geht auf eine Federzeichnung zurück, die in Hangeham entstanden ist, in der Nähe von Freising. Die Technik ist hier wieder eine ganz andere, und zwar eine selbstgeriebene Eitempera, die schichtweise aufgetragen wird und mit Pastell überarbeitet. Das ist eine sehr langwierige Technik, die nur im Atelier zu arbeiten ist. Ihre Flöte nur von Pfefferkorn, das Musikhaus im Herzen von Freising. Ob Baufinanzierung, Haftpflichtversicherungen, Hausrat oder Unfallversicherung, Altersvorsorge durch Lebens- oder Rentenversicherung. Wir haben in jedem Fall einen Fachmann für Sie. Nett und zuverlässig. Allianz Schmidt, Schreier und Mühlig. Salon Döbel. Salon Döbel. Salon Döbel.
variedad de sus modelos, producto de un esmerado desarrollo, posee un alto nivel. Tienen la forma más compacta posible de mayor rendimiento, son la expresión de un concepto orientado hacia el futuro. So, gleich haben wir es, Frau Reisinger. Was sagen Sie jetzt zu Ihrer neuen Küche? Ich habe gleich gesagt, auf Sie's Verlass, Herr Lukas. Rufen Sie uns einfach an, wir kommen sofort. Es ist wieder soweit. Sommer, Sonne, Gartenzeit. Wir haben Sie, die hochwertigen Gartenmöbel für Balkon und Terrasse. Für Ihre Gartenwohnkultur, Senamekanne in Freising. Sketch 1, die vierte. Grüß Gott, Stadtfernsehen Freising. Entschuldigen Sie, was interessiert Sie so sehr an der Pflasterung des Marienplatzes? Das da. Da, ja, genau. Entschuldigen Sie, sammeln Sie vielleicht Pflastersteine? Oder doch vielleicht lieber das da. Ja, doch, ich glaube schon, ja. Also wissen Sie, ich sehe da keinen Unterschied. Den da, schauen Sie, den, genau den, der ist übel, ja, den nehme ich. Sie? Ja. Leichten Hammer unterm Pony, oder? Was soll das heißen, leichter Hammer unterm Pony? Wollen Sie mich beleidigen? Die wollen dieses schöne Pflaster gegen Granit eintauschen. Ja, also, wissen Sie, warum? Was soll das? Ich sehe da keinen Unterschied. Sie sehen da keinen Unterschied. Wissen Sie, ich würde da keinen Granit nehmen. Ich würde Gras sehen. Gras? Ja, warum Gras? Damit man nicht so hört, wenn die da das Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, liebe Zuschauer, im nächsten Sommer werden wir eine neue Sendereihe beginnen. Und zwar, wer sammelt was? Originelles, ausgefallenes, wie zum Beispiel Pflastersteine oder alte Uhren, alte Autos, Blechspielzeug, Bierdeckel und vieles mehr. Wenn Sie so etwas sammeln, melden Sie sich bitte bei uns, rufen Sie uns an, wir kommen dann mit unserem Team und stellen Ihre Sammlung vor. Ja, wir sehen uns wieder im Mai. Ja, oder wenn Sie möchten, auf der Freisinger Frühjahrsausstellung vom 11. bis 19. Mai. Sie finden uns in Halle 3 auf unserem FIB-Stand und können mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und live bei den Dreharbeiten für unsere Juni-Sendung mit dabei sein. Wir verlosen eine Menge Original-Filmklappen. Ja, und da lohnt es sich natürlich vorbeizuschauen. Liebe Zuschauer, das war's wieder einmal. Das war unsere April-April-Sendung. Ja. April-April ist April? Eigentlich ein Stichwort. Ja, ist ein Stichwort, klar. April-April, es gibt nämlich ein Stichwort, ein altes, weißt du das? Ja, ein altes Sprichwort gibt's. April-April macht, was er will. Lassen Sie sich die Laune von dem miesen Wetter nicht verderben. Und ja, bis zum Juni, ne? Ja, und wenn wirklich der April total verregnet ist, habe ich einen Tipp für Sie. Gehen Sie mal im Regen spazieren. Macht riesen Spaß. Ja. In diesem Sinne, für den Rücken. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, und wir machen jetzt weiter. Ja. Ganz gemütlich. Genau, das tun wir. Und hier, verehrte Zuschauer, noch einmal unsere Anschrift zum Mitschreiben. Wenn Sie mitmachen wollen bei Wer sammelt was? Oder einen Werbespot schalten wollen in Freising bzw. in unserer Sendung im Bayernkabel, oder vor der Kamera mal meckern wollen, oder uns ganz einfach sagen wollen, wie Ihnen unsere Sendung gefällt. Wie immer, lassen Sie bitte von sich hören, schriftlich, telefonisch.